Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop aus dem WinLab. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit unserem Vollfarbtextildrucker im DTF-Verfahren drucken könnt. DTF bedeutet Direct to Film. Das heißt, wir können unsere Motive mit dem Gerät direkt auf eine spezielle Transferfolie drucken und damit dann in einem zweiten Arbeitsschritt die Motive auf unsere Materialien übertragen. Das Ganze möchte ich heute ein bisschen experimentell gestalten. Das heißt, wir bedrucken nicht nur Textilien, wie beispielsweise diesen Beutel, sondern ich möchte auch andere Materialien ausprobieren mit dem DTF-Verfahren. Und zwar einmal habe ich da eine Papiertüte rausgesucht, die wir bedrucken werden, einen Holzuntersetzer, einen Korkuntersetzer und wir versuchen es auch mit Leder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß! Beim DTF-Druck benötigen wir so ein ganz spezielles Pulver. Das ist thermoaktiver Pulverkleber, der sich dann später mit der Tinte in der Heißpresse verbindet. Außerdem brauchen wir diese Transferfolie, die hat eine matte Seite und eine glänzende Seite. Die matte Seite der Folie sorgt für eine optimale Aufnahme der Tinte. Wichtig ist, dass die matte Seite nach oben zeigt und die glatte Seite unten auf dem Tisch fixiert wird. Nun nehmen wir uns ein bisschen Klebeband zur Hilfe und fixieren die Folie an unserer Plattform. Wir legen die schön mittig auf und machen die Klebestreifen außen fest. Danach messen wir einmal die Abstände zum Rand unserer Plattform, damit wir nachher unsere Datei in dem Programm entsprechend platzieren können. Zum Schluss machen wir noch unseren Rahmen wieder drüber und können dann einmal mit diesem Rädchen unten die Höhenverstellung so einstellen, dass die Folie möglichst dicht an den Druckköpfen dran ist. Wenn wir hier alles eingestellt haben, widmen wir uns unserer Software. Dort gibt es im oberen Bereich den Reiter DTF. Diesen müssen wir einmal auswählen und laden dann unsere vorher angefertigte Datei als PNG oder auch als PDF hier in unser Programm rein. Das Schöne ist, bei diesem Reiter DTF wird unser Bild direkt gespiegelt, weil wir in gespiegeltem Format auf diese Folie drucken müssen, um es später auf unsere Produkte oder unsere Oberflächen transferieren zu können. Nun können wir hier in dem unteren Bereich auf der rechten Seite die Einstellungen vornehmen, wo sich der Druck platziert. Und zwar hatten wir da ja vorhin gemessen. Und das können wir hier jetzt einmal einstellen, damit dann auch die Farbe genau auf unsere Folie aufgetragen wird und nicht darüber hinaus. Als letztes müssen wir dann nur noch oben den Knopf drücken und dann wird die Datei direkt zum Gerät gesendet. Nun starten wir das Gerät. Der blaue Knopf wird dazu gedrückt. Und der Druck startet direkt. Wir können hier oben einmal durch das Fenster schauen und sehen, wie der Druck auf die Folie aufgetragen wird. Das ausgewählte Design wird nun direkt auf die Folie gedruckt. Erst werden die CMYK-Farben gedruckt und danach noch eine weiße Deckschicht. Der Druck ist nun fertig. Wir können vorsichtig die Klebestreifen an den Rändern entfernen und unsere Transferfolie von dem Drucktisch entfernen. Dabei müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir nicht die Farbe berühren. Die ist nämlich noch nass und kann leicht verschmiert werden. Nun kommt dieser thermoaktive Pulverkleber zum Einsatz. Wir haben das hier in ein Schraubglas mit Löchern oben drin umgefüllt, der uns als Streuer dient und damit wird nun das Pulver über die noch feuchte Druckfarbe gestreut.
Dabei muss man schön gleichmäßig und sorgfältig vorgehen, dass wirklich alle Farbbereiche mit diesem Pulver bedeckt sind. Das überschüssige Pulver kann dann einfach abgeschüttelt werden und wieder gesammelt werden, für den nächsten Prozess nochmal verwendet werden. Unsere bedruckte und mit thermoaktivem Pulverkleber bestreute Folie wird nun in die Heißpresse eingelegt. Drauf legen wir dann noch entweder Backpapier oder so eine Silikonmatte und dann wird die Folie bei 160 Grad für 60 Sekunden in der Heißpresse gepresst. Dabei verbindet sich dieses Pulver mit der Farbe auf der Folie und ist dann hinterher für den eigentlichen Transfervorgang vorbereitet. Wir öffnen die Heißpresse, entnehmen dann vorsichtig unsere bedruckte Folie und können nun auch die einzelnen Drucke dort ausschneiden und dann für unseren Transfer auf unsere vorbereiteten Materialien aufbringen. Wir schneiden als erstes einmal hier das WinLab-Logo aus, um das auf unsere erste Unterlage aufzubringen. Der große Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass wir mithilfe dieser Folie auf nahezu jede Art von Textilien drucken können. Wir wollen heute aber noch einen Schritt weiter gehen und wollen einmal ausprobieren, auf was für Materialien wir mithilfe dieser Folie noch drucken können. Als erstes wollen wir ausprobieren, was passiert, wenn man diese Folie auf dünnes Holz aufbringt. Wir legen das hier direkt auf unser Stück Holz drauf. Nach Ablauf der Zeit können wir unser Objekt dann entnehmen und wichtig hierbei ist, dass man das wirklich erst vollständig abkühlen lässt, bevor man diese Folie dann abzieht und die Farbe, also der Druck, dann auf der Unterlage hier auf unserem Holzstück haften bleibt. Wir nutzen nun die Zeit des Abkühlens und probieren noch ein paar weitere Sachen aus. Wir haben einige Materialien rausgesucht, die man nicht direkt in unseren Drucker einlegen kann und versuchen das jetzt über dieses DTF-Verfahren einmal, ob das funktioniert. Hier von einem Basecap vorne der Schirm. Man muss dazu sagen, dass das alles sehr experimentell ist, also diese Materialien, die sind jetzt nicht irgendwie speziell dafür vorgesehen, dass man das machen kann. Dieses DTF-Verfahren eignet sich in der Regel für Textilien. Also unser Epson-Drucker ist ein Gerät, um vollfarbig auf Textilien drucken zu können. Entweder direkt im DTG-Verfahren, also Direct to Garment, oder eben in diesem DTF-Verfahren. Und wir versuchen nun ein bisschen experimentell verschiedene Materialien zu verwenden, zu auszuprobieren, um einfach mal gucken zu können, ob das darauf haftet. Wir haben jetzt hier noch einmal Leder als Beispiel. Als nächstes probieren wir es mit Papier. Also eine Papiertüte legen wir hier ein. Da wird auch wieder einer unserer Drucke von der Folie ausgeschnitten, raufgelegt und wieder gepresst. Und zu guter Letzt das Ganze noch einmal auf einen Kork-Untersetzer, auch wieder gleiche Temperatur und gleiche Dauer in der Heißpresse. Wir sind auf das Ergebnis gespannt, bei welchen dieser Materialien das gut haftet und was sich auf jeden Fall lohnt, nochmal herzustellen. So, zu guter Letzt haben wir jetzt noch unseren Stoffbeutel, also wofür dieses Verfahren eigentlich auch gemacht ist, dass wir über die Transferfolie
auf Stoff Motive drucken können. Hier könnt ihr jetzt alle unsere gerade bedruckten Objekte sehen. Die sind jetzt alle abgekühlt und wir lösen jetzt ganz vorsichtig die Folien bei jedem einzelnen. Hier einmal den Holzuntersetzer. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sieht gut aus. Dann versuchen wir als nächstes bei unserer Papiertüte diese obere Folie zu lösen. Möglichst ganz flach zum Material abziehen, dass nichts kleben bleibt. Auch hier auf der Papiertüte könnt ihr sehen, dass es gut funktioniert hat. Danach probieren wir es einmal bei unserem Test auf Leder aus, wie es da aussieht. Auch hier wieder ganz flach zum Material diese Trägerfolie abziehen. Und hier kann man schon sehen, es hat nicht so richtig gut funktioniert. Also die Farbe ist nicht wirklich gut haften geblieben. Dann schauen wir uns mal an, wie es bei Kork aussieht. Auch hier wieder schön flach abziehen. Und da kann man sehen, auch hier ist es gut geworden. So, nun schauen wir uns noch an, wie das bei dem Basecap funktioniert hat. Auch hier ziehen wir diese Trägerfolie wieder vorsichtig ab. Und hier kann man auch sehen, das ist nicht ganz so optimal. Also da ist die Farbe an manchen Stellen ein bisschen dran geblieben an der Folie. So, jetzt zu guter Letzt noch unser Stoffbeutel. Hier kann man sehen, die Farbe hat sich sehr gut mit dem Stoff verbunden. Hier seht ihr jetzt nochmal unser abschließendes Ergebnis mit allen Materialien, die wir mit dem DTF-Verfahren bedruckt haben. Als Fazit können wir nochmal festhalten, das DTF-Verfahren funktioniert sehr gut auf Holz, auf Kork, auf Papier und auf Stoff. Wo es jetzt hier bei uns im Experiment nicht so gut funktioniert hat, war beim Basecap und auf dem Leder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da und schaut gerne auch wieder bei unserem nächsten Workshop vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!